bin der Meinung, wir haben ganz viele tolle Sachen die letzten Jahre gemacht, aber irgendwie hat es niemand interessiert. Aber wenn man so zwei Plastikarme zum Shaken hinter die Bar bringt, ist das ein sehr spannendes Thema, auch für uns. Also für uns ist es aus dem Grund spannend, weil ja halt immer noch gebaut wird und immer noch programmiert wird und immer noch versucht wird, dass dieser Roboter auch tatsächlich tut, was man ihm erzählt. Vielleicht etwas zum Einstieg. Es ist zwar sehr viel Spaß, das ist halt auch unser Unternehmen, wir sind halt eine Spaß-Gastronomie, aber der Hintergrund der Geschichte ist ja schon auch durchaus etwas ernst. Also die Branche, die wir hier vertreten, wie die gesamte Dienstleistungsbranche, ist ja mit ganz vielen Herausforderungen aktuell konfrontiert. Ich rede jetzt mal über Lieferketten, ne? Also was habe ich überhaupt an Ware verfügbar und zu welchem Preis? Sie können davon ausgehen, dass sich so das Preislevel so alle 8 Tage verändert. Das zweite große Thema für die Branche ist, durch Pandemie und Inflation verändertes Konsum- und Ausgehverhalten. Die Menschen sind schon etwas anders geworden, als das noch vor 2 Jahren der Fall war. Die Amerikaner haben einen Begriff dafür, Fast in Casual Lifestyle 2.0. Das nächste große Thema für die Branche sind Lieferdienste. Lieferdienste, das hört sich zwar sehr nett an, also Leute, die ihnen das Essen nach Hause bringen, aber Lieferdienst bedeutet zum einen, sie geben doch einen beachtlichen Teil ihrer Marge an diese Lieferdienste ab und was noch schlimmer ist, sie geben oder haben gegeben in den letzten Monaten sehr viel Personal an diese Lieferdienste ab. Weil Personal, ich meine, wer gestern Abend, ich glaube die ARD war es, hart aber fair gesehen hat oder wer aktuell versucht mit dem Flugzeug zu verreisen, der wird sehen, es ist schwierig. Also wir reden hier über Gastronomie. Fehlendes Personal, aber andere haben das gleiche Problem. Lufthansa streicht 900 Flüge, weil sie kein Abfertigungspersonal haben. Und die Gastronomie findet auch nicht ihre Teammitglieder mehr wie vor 2 Jahren. Die Wiesenwirte klagen auch, sie haben keine ausreichenden Mitarbeiter. Das heißt, alle stehen unter enormem Druck, eine Dienstleistung aufrechterhalten zu wollen. Und das mit weniger Leuten. Das ist halt unser Problem, vor dem wir stehen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir könnten sagen, wir reduzieren das Angebot, weil wir haben weniger Mitarbeiter, also reduzieren wir halt das Angebot. Ich habe gelesen, die Wiesenwirte wollen das so machen. Das heißt, wenn ich weniger Leute für die Küche habe, reduziere ich halt die Speisekarte und erhöhe die Preise, da verdiene ich das auch. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen das Angebot aufrechterhalten und Sie wollen gleichzeitig auch die Öffnungstage aufrechterhalten. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ich habe weniger Personal, also schließe ich halt die Läden an 3 Tagen. Aber das ist alles nicht, was wir vorhatten. Also war unser Thema von Anfang an zu sagen, wenn wir jetzt eine Situation haben, wie wir sie haben. Es sind heute so viele Arbeitslose in Deutschland wie vor der Pandemie. Aber die Gastronomie hat über 100.000 Mitarbeiter verloren. Und wenn Sie davon ausgehen, dass in der Gastronomie einige Mitarbeiter mehr als einen Job haben, weil sie halt mehr Geld verdienen müssen, dann haben Sie im Zweifel 120.000, 150.000 Leute, die aus dieser Branche abgewandert sind. Dann ist das schon eine wuchtige Zahl. Das heißt, unser Anliegen war von Anfang an, mit allem, was wir getan haben, wir müssen uns um die Leute kümmern, die nicht gegangen sind. Das sind ja die, die sicher da sind. Ne? Die anderen wieder zurückzubekommen, die jetzt in der Logistik arbeiten oder wo auch immer sie unterkommen sind, was krisenfest war oder was boomend war während der Pandemie, ist super schwierig, weil die haben auch kennengelernt, dass man auf einmal an Feiertagen nicht arbeiten muss oder Sonntag nicht arbeiten muss, dass man ganz andere Arbeitszeiten hat wie in der Gastronomie. Sodass wir gesagt haben, wir müssen uns kümmern. Und kümmern hat immer mit 2 Faktoren zu tun. Mit Geld, da zahlen Sie immer zu wenig. Und mit Belastung, da ist immer zu viel. Das heißt, Sie müssen also einen Ausgleich finden, mehr zahlen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die körperliche, vor allem die körperliche Belastung, wie auch die körperliche Belastung, die entsteht durch Dienstzeiten, durch Arbeitszeiten, dass wir sie reduziert kriegen. Wenn Sie jetzt weniger Leute haben, wollen aber das gleiche Angebot beibehalten und wollen gleichzeitig auch noch wirtschaftlich arbeiten und schaffen es nicht, auch wenn sie bereit sind, mehr Geld zu zahlen, Leute für die Gastronomie zu begeistern, dann müssen sie zwangsläufig über Automatisierung nachdenken und in Digitalisierung. Das heißt, wenn der Mensch aus Fleisch und Blut, hier ist eine Barmitarbeiterin von Sausalitos, wenn ich sie nicht klonen kann, das ist vielleicht auch noch ein Ansatz, dann muss ich zwangsläufig an
Automatisierung denken. Und an Automatisierung zu denken, geht nur, wenn Sie auf jemanden treffen, der versteht, was Sie meinen. Und das war jetzt so ein bisschen Zufall, wie wir zusammengefunden sind. Das heißt, es ist ja super naheliegend, wenn Sie sich Automobilproduktion angucken und dort sehen, wie technisch sehr komplexe Robotiksysteme in der Lage sind, kleinste Schrauben zu finden, miteinander zu verbinden und anzubringen, dann ist es irgendwie naheliegend zu sagen, dann kann das Ding doch auch so ein Ice Cube aufheben und in ein Glas machen oder einen Strohhalm finden und irgendwo reinstecken und rühren und was auch immer. Wie es der Zufall so wollte, haben wir dann die Leute zufällig in Pasing, glaube ich, ist es da, in Pasing draußen gefunden, die Firma Inoris, die genauso bekloppt dachte, nur anders als wir. Wir haben gesagt, es muss jemand geben, der das bauen kann, und die haben gedacht, wir müssen was anders machen, als immer nur für die Automobilindustrie arbeiten, weil da ist es so trocken und hier gibt es mehr zu trinken. Dass das ein Systemcrash ist, kann ich Ihnen nicht verhehlen. Also Systemcrash im Sinne von, deren Gesprächspartner sind normalerweise Ingenieure, Profis, die total verstehen. Die kommen da hin und bauen eine Produktionsstraße für Automobilunternehmen. Hier kommen sie zu Ladenbauern der Gastronomie. Ne? Also für uns sind 5 cm keine Zahl, für die sind ein Müh eine Katastrophe. Das heißt, Abweichung bei uns, wenn mal eine Theke so viel höher ist, dann ist sie halt so viel höher, bei denen geht das nicht. Und so sind halt zwei Welten zusammengetroffen, die echt gekämpft haben, die ganze Nacht gekämpft haben. Also die Jungs hier die ganze Nacht eher geschlafen. Ich habe ein bisschen mitgekämpft, einer muss ja schlafen. Ich habe ein bisschen mitgekämpft, aber im Sinne, das hinzukriegen, dass das technisch eine Herausforderung ist, ist klar. Für uns ist es aber ein wichtiger Versuch. Also wir bei Sausalitos, wir versuchen, und da können die Profis mehr davon erzählen, als ich jetzt das kann, der Barshop ist der aufwendigste bei uns. Sie müssen so sehen, wir sind Deutschlands größte Bar, in Liter gerechnet Europas größte Bar. Also wenn man es in Liter rechnet, sind wir halt wirklich, weil das ist ein Cocktail bei Sausalitos. Also das ist ein Cocktail. Das heißt, das Ding wiegt schon 600-700 Gramm, wenn ich das hochhebe. Das heißt, das, was immer so lustig und spaßig aussieht, einen Job hinter der Bar zu haben, ist dann lustig und spaßig, wenn Sie am Abend 15 Cocktails mixen. Sie hat das alles hinter sich, 15 Cocktails. Aber bei Sausalitos bedeutet ein Abend, wenn es gut läuft, 250 Cocktails. 250 Cocktails ist echt Sport, ist Leistungssport. Ich lade Sie alle ein, das gleich zu versuchen, wie wir das hier machen, wenn Sie das mögen. Das ist echt Sport. Und wir haben festgestellt, wenn wir unseren Mitarbeitern den Spaß erhalten wollen, weil das ist hier die Bühne, ne? Also das ist unsere Bühne und der Barmitarbeiter ist der Star, weil der ist hier präsent. Wenn wir also ihnen helfen wollen, müssen wir sie entlasten. Und das geht nur, wenn wir ihnen schwere Arbeit wegnehmen. Also wir lernen schlicht, was andere Branchen längst hinter sich haben. Wir erfinden ja nichts neu, sondern andere Branchen sind ja auch hin und haben gesagt, es gibt körperlich schwierige Arbeit und die müssen wir wegnehmen von Menschen. Und die gesamte Automatisierung hat ja nicht dazu geführt, dass wir mehr Arbeitslose haben. Wir haben ja weiter automatisiert, die ganze Welt automatisiert, und trotzdem finden Sie in Amerika so wenig Mitarbeiter für die Gastronomie und Flugabfertigung wie hier. Ja? Das heißt, das Problem ist weltweit das gleiche. Wenn wir also Gastronomie am Laufen haben wollen, zumindest die Art Gastronomie, wie wir sie machen, müssen wir automatisieren, wir müssen digitalisieren, wir müssen Prozesse ändern, damit sich unsere Mitarbeiter um das Schöne kümmern können. Also, wenn wir jetzt ganz simpel sagen, ein Kunde von uns kann künftig, wenn er den möchte, seinen Mojito oder was auch immer, man kann alles, ne? Also der macht ja grundsätzlich alles, was man ihm sagt, dass er tun soll. Bei uns macht er halt Mojitos, weil es unser wichtigstes Produkt ist. Und wenn ich entlasten will, dann entlaste ich zunächst mal beim wichtigsten Produkt von der Menge. Das heißt, wenn der Kunde künftig sagt, ich hole mir gleich meinen Mojito, Sie werden nachher sehen, wie das funktioniert, dann geht er dahin, scannt das ein, QR-Code, es geht auch dann künftig über eine App, und der Robot macht sein Mojito und gibt dir dein Mojito. Das ist die Geschichte. Dann entlastet das Team. Das Team kann sich dann kümmern um den Gast. Natürlich mit dem Hintergedanken, wenn der jetzt in Netz zu ihr oder zu ihnen sind, dass sie dann einen mehr trinken im Zweifel und auch von ihr einen trinken. Und vielleicht geben sie ihr das Trinkgeld, was der Robot nicht will. Ist klar. Ne? Also der fragt sie ja nicht nach Trinkgeld, der Roboter, sondern der macht seinen Job. Und für uns war also klar, wenn wir das Thema angehen müssen, dann müssen wir bei Sausalitos das so angehen.
Weil unsere Kunden scheuen sich nicht vor Automatisierung. Und das ist ja die sichtbarste Form der Automatisierung, die wir überhaupt tun können. In Küchen passiert Automatisierung ohne Ende. Es wird automatisiert. Ich glaube, der Thermomix ist das erfolgreichste Küchenprodukt der Welt. Da hat jeder gelernt, wenn er da schmeißt, der Zeugs rein und kommt ein Produkt raus. Das kann man in Küchen auch machen. In Küchen können Sie ganz viel Robotik machen, nur kriegt die keiner mit. Und der einzige Grund, warum Sie alle heute hier sind, ist, weil wir hier zwei Plastikarme haben, die in Morito mixen können und ganz viel mehr können. Das heißt, wir wollten es gerne sichtbar machen, wir wollten es gerne zum Thema machen, wir wollten gerne haben, dass man darüber diskutiert. Für uns ist das ein Ansatz, den wir weiterverfolgen wollen, aber für uns ist halt wichtig, dass die Mitarbeiter hinter der Bar uns erzählen, ob das einen Sinn macht, was wir hier machen. Weil im Grunde sparen wir kein Geld, wir sparen keinen Mitarbeiter ein und die Maschine kostet auch Geld, ehrlich gesagt. Ja, und Strom braucht sie auch noch und Strom ist auch teuer. Das heißt, für uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter sagen, wir haben tatsächlich Entlastung durch den Roboter und dafür sind wir froh. Wenn wir die Botschaft kriegen, haben wir gewonnen. Dann ist das Ziel, was wir beide erreichen wollten, haben wir erreicht.